Sie nennen sich selbst Buschreiter. Sie reiten Dressur. Jagen übers Gelände. Und meistern den Parcours. Vielseitigkeitsreiter ermittelten am Wochenende in Seekirchen ihren neuen Landesmeister. Den Titel sicherte sich Christian Steiner aus Altenmarkt auf seinem Pferd Pinzago. An der Strecke war sehr anspruchsvoll, man hat es gedreht gegenüber dem letzten Jahr. Es war konditionell sehr anspruchsvoll und nachdem nur 8 fehlerfrei waren im Gelände, hat man, glaube ich, das am Ergebnis schon gesehen. Ja. Die Schlüsseldisziplin ist der Geländeritt. Dressur ist sehr wichtig, da muss man schon gute Punkte machen, damit das funktioniert, dass die Basis passt. Gelände muss passen und Springen ist auch gut, aber ich habe ein bisschen am Polster gehabt aus der Dressur und somit hat das auch noch funktioniert mit einem Fehler im Springen. Also das nächste Ziel ist jetzt wieder internationaler Start, wahrscheinlich schon nächstes Wochenende und dann im Oktober noch in Italien unten. Ihr Sohn war ja diesmal nicht dabei, der Titelverteidiger. Schmälert das Ihre Leistung aus Ihrer Sicht? Ich denke nicht, weil der Sebastian kämpft mit seinem Pferd. Er hat letztes Jahr ein sehr erfahrenes Pferd gehabt, wobei letztes Jahr war er mit einem jungen Pferd dabei. Also er ist super drauf und außerdem stört mich das nicht, wenn mein Sohn besser ist wie ich. Das ist wunderbar. Die Buschreiter sind nicht nur vielseitig, sondern sie wissen auch, wie man Feste feiert. Jetzt werde ich mich trockenlegen, mein Pferd versorgen und dann werden wir einen heben gehen mit der ganzen Runde.